gar nicht so Nee. oft. Habe ich nicht schon ein Krankenhaus? Ich weiß gar nicht, ob das Ach auf so, das. Windows 7 überhaupt läuft. Ja, wenn ich installiere, ist die halt Windows 98. Tatsächlich habe ich einen Rechner, wo das Spiel drauf ist. Mit Windows 98. Dein Ernst? Ich ist mein Ernst. Okay. Der steht zwar gerade nicht bei mir rum, der ist woanders eingelagert zur Zeit, wo aber auch nicht in Benutzung ist, den könnte ich mir aber holen. Nur findet man ein Aufnahmeprogramm, was da läuft, beziehungsweise was damit aufnehmen kann. Da bräuchte es dann so ein Elgato, dann könntest du schon aufnehmen. Eine Kamera einfach. Ja, oder? Jo, genau. Kamera auf Bildschirm, noch so einen schönen Flackerbildschirm, so 50 Hertz, Ne, und dann läuft das. da ist noch ein Röhrenbildschirm ist zu dem Computer immer dazu gewesen. Den könntest du auch benutzen. Ja, genau. Aber das ist cool, da hast du wenigstens keine Latenzzeiten. Ja. Also nicht so eine Millise, also du, jetzt hast du immer so 5 Millisekunden Reaktionszeit, da hast du einfach null. Weil dann, das ist, wird ja einfach, also das ist einfach so. Kann ich dir nicht erklären, ist einfach so. Weißt du, was das Schöne bei So, warte SimCity 3000 ist? Du hast keine ewig langen Ladezeiten wie bei diesem Kackspiel hier gerade. Ich bin immer noch im Ladebildschirm. Herzlich willkommen zum Let's echt? Play Ladebildschirm. Heute starten Okay, wir jetzt bin die ich auf deinem Grafik. Ladebildschirm. Ne, wir straffen die Grafik. Wir starten sie nicht. Wir straffen Grafik. Wir können noch nicht anfangen, denn die Abwasserrohre sind noch nicht geleert. Und unsere Datenkarte ist noch nicht ausgedünnt. Außerdem ist unser Arbeitsspeicher noch nicht von einem Müllberg beseitigt worden. Und wir sind immer noch in Wartestellung an der Bushaltestelle. In Wartestellung. Außerdem müssen wir wiederholt Lamas zusammentreiben, denn sie reißen immer wieder aus, weil wir keine Zäune bauen können. Und die Splines müssen wir auch noch berechnen. Und die Ziegen, die dann nämlich da sind statt den Lamas, müssen auch noch gestreichelt werden. Das ist auch wichtig. Oh, lädt statt. Das klingt gut, wenn er das mal machen würde. So, jetzt Oh, muss ich mir noch ein Handelsdepot Entschuldigung, bauen. meine Attraktivität wird gerade aktualisiert. Dann können Sie gleich Null hinschreiben. Setzt Einheiten zusammen. Jetzt wird die Lama-Frequenz eingestellt, um dann das neue Lama-Zusammentreiben besser zu organisieren. Außerdem brauchen wir noch eine Was? Struktur im Gelände. Natürlich, das ist voll wichtig. Und die dicken Ebenen, ne, die müssen wir unbedingt mal entschlacken. Wird so entschlacken, Die ja. dicke e dicken Ebenen und den feuchten Sand, ne, der muss animiert werden. Aber Ja, genau. um die Stadt erstmal zu laden, müssen wir erstmal die Karte zusammensetzen, wie so ein kleines Puzzle. Ja. Und die Gischt vom Meer abschöpfen. Und Formvorlagen prägen. Das ist auch wichtig. Tja, so kann es gehen, wenn man scheiß Internet hat, ne? Bei welchem Anbieter bist du? Tele 2. Was? Tele 2. Was ist dein Internetanbieter? Ja. Okay, kenne ich gar nicht. Selber schuld. Da hat dein Internetanbieter wohl einen scheiß Job gemacht. Okay, ich muss jetzt mal das Spiel zumachen. Also. Wir sehen uns bei mir in der Aufnahme gleich wieder. Aufnahme beginnt nun wieder bei mir. Hallo. Da wird mir angezeigt, keine Kommentare. Ja, da läuft irgendwas schief. Da bin ich im falschen Account gewesen. So, Kommentare. I'm in the wrong account. Also, Okay. der Boller-IP hat das letzte hier gemacht. Der hat mich was auf Google Plus veröffentlicht. Ich weiß zwar nicht, wieso ich was auf Google Plus veröffentliche, aber ich Standard. hab's gemacht. Standard. Ja. So, So, was ich dann ja. kommt natürlich der Philips Gaming und dann kommt Ben. Ben ist nämlich auch ein netter Zuschauer von mir, der sich sehr freut über meine Tacket-Videos. Ich bin, schöne Grüße an dich, ne? Dann kommt der nächste, ist der Sinnoh-Lag-LP. Der wollte nämlich die Adventure-Map haben, die wir gespielt haben vom Dr. K-Lord. Und der Dr. K-Lord hat sich sogar auch bei mir gemeldet.
Aber nur weil bei euch das immer eine Stunde eher gucken könnte als bei mir. Denn da hat er geschrieben, der Leitersprung geht. Er ist nur ohne Shift relativ schwer. Shift? Shift, ja. So, und dann kommt. Ah nee, LP Matti heißt der. Der war mal richtig nett, ja. Oder HD, Dominik HD oder Tico oder LP Matti wieder. Und dann Philips Gaming wieder. Da hat er geschrieben, hast mich gar nicht in der Videobeschreibung verlinkt, ja. Auf sowas guckt der immer. Oder der Mr. Bro LP, ja? Ich sehe alles hier. Also ich lese bei dir gerne deine Videobeschreibungen. Ja, ich weiß. Vor allen Dingen kurz nach der Veröffentlichung, da steht immer so viele interessante Dinge drin. Ja, ich weiß, da habe ich einfach mal alle drin. Gestern, willkommen bei XU. Was ist denn das? Das war für mich ein Klickgrund, weil die erste Zeile wird ja immer angezeigt. Ne? Da dachte ich, willkommen bei X, das muss irgendwas Besonderes sein. Okay, dann lasse ich jetzt also immer X zu stehen. Und dann diese Information, Packet Light, was ist das, SimCity, das könnte das Spiel, da kannst du dich entscheiden, was du jetzt anguckst, ne? Guckst du jetzt SimCity an, guckst du Packet Light an, guckst du Battlefield an, Titanfall war da drin, erwähnt, was war da noch, Minecraft halt, ne? Was gab's denn noch, Arma 3, glaube ich. Also, da gab's viele Sachen drin erwähnen, kannst du dich entscheiden, guckst du jetzt das oder das an, obwohl ja. Du nicht mal das Video wechseln musst. Naja. Da könnt ihr direkt immer auf die Webseite des Publishers gehen und die alle zufällen, weil die alle scheiße sind. Vom Publisher? Von dem Publisher, genau. Denn der Publisher pumpt immer die ganze Bude voll. Warum habe ich denn die Bushaltestellen alle so scheiße stationiert, dass ich ja... Also Philipp, ich habe jetzt schon die Gierung, ja. Ich habe... Achso, Philipp, ich baue jetzt auch noch Kohle ab, ja. Und? Kannst du nicht mehr machen. Kann ich nicht gerne, Philipp. Ich bin einfach pro. Ich hatte ein verlassenes Gebäude. Grund zu viele Opfer. So, wie sieht's denn aus mit... Philipp mobbt die alle raus. Der mobbt die alle raus. Nee, die verrecken alle irgendwie bei mir. Ja, vielleicht brauchst du... warte mal, was ist mit Feuerwehr? Stadt in Brand. Ja, komm, dann kriegt er noch ein Löschfahrzeug hier. Oh, heute habe ich mir Spendierhosen an. Komm, ja, nehmt euch. Ja, komm, gib sie ihm. Wie viele Einwohner hast du eigentlich schon? 10.000. Shit, Alter. Kann mich noch erinnern an Zeiten, ne? Damals hatte ich 11.000. Oh, ich kann mich auch noch erinnern. Da hatte ich gerade mal so 200.000. Und da habe ich komische Parks gebaut und dann waren es auf einmal nur noch so 100.000. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, damals, ne? Da stand ihr hier Haus. Ja, oder nicht null Einwohner. Das war gar nicht so lang her. Das waren ungefähr vor wie viele Folgen? Lass mich mal kurz nachrechnen. Ja, vor 5 Folgen. Oh, ich hab gerade Erfolg bekommen. Industrielle Revolution. Ach, unterhalten Sie 100 Industriegebäude. Alter, ist ja richtig fette Sache. Ach, steht fest, wie ich die Stadt nenne. Industrial City. Industrie City. Deutsch-Englisch. Die andere Stadt, meine letzte hieß ja Luxus City und die hieß Industrie City. Ich habe wieder keinen Stadtnamen für meinen. Und die eine hat sich ganz normal Chemnitz genannt und die andere, die hieß? Denn der Philipp wohnt in Chemnitz. Könnt ihr ihn alle gerne mal besuchen gehen? Klar. Der ist immer offen für neues Internet. Ja, bringt mal ein bisschen Internet mit. Ich gebe euch die Folgen, die könnt ihr mal hochladen für mich. Könnt ihr euch ein Feuer angucken, das ist doch super für euch. Ach komm, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das dann hochladet, gleich den ganzen YouTube-Channel löschen. Wir können ihn aber erstmal abonnieren. Ja, und dann könnt ihr ihn löschen. Könnt ihr natürlich auch machen. Ja, schon ganz schön gemein. Noin. Kann man Rathaus upgraden? Was willst denn du mit deiner Feuerwehr hier? Ja, dann macht er euer Feuerwerk. Mir doch wurscht. Was für ein Feuerwerk? Ja, die machen nur Feuerwerk. Wenn du es schaffst, kriegst du 50.000. Ach so, ja, stimmt.
So, jetzt müssen wir mal kurz sparen hier. Müssen wir, ah, komm. Wir bezahlen noch so wenig.